Nicht mein Boss. Ich hasse sowas. Ich hasse solche Gegner. Du bist nicht mein Boss. Nein. Treppe. Treppe. Gubi Le Grande. Oh, Mexikaner. Was hat der so zu erzählen? What's that? You two want to fly in a plane like I do? Ha. Ah. You're not sitting in any cockpit till you study those blueprints. Ist das ein Blueprint? Aeroplane Blueprint. Wie, das ist ein Level? Nein. Oh, what? Okay. Schießen. Wieso kann ich kein Special machen? Das ist kein Special, das ist Abwehren. Nein, ich meine, hier, Special, Circle. Hier, wo ich gerade bin, da, da. Ja, weil du nicht aufgeladen bist mit... Aber ich... Übungsbildchen kann man das ja wohl mal zeigen. Hm. Und kleiner machen, okay. Mit Mini-Bullets. Also muss man draufbleiben. Ja. Okay. Kommt jetzt ein Level oder was? Einfach nur zum Lernen. Wir müssen nur einmal wissen, wie das geht. Es kommt niemals vor. Devils, I guess you two mugs are ready for the wild blue yonder. Just remember, those birds you're flying with have their own tricks. Your fancy fighting moves on the ground don't apply up here. Although you can still parry like the Dickens. Be sure to shrink yourself when the need arises. And remember, when you're short, so is your range. See? Well, good luck, I suppose. Achso. Ja, geht's. Trettenlin Zeppelin. Gegen Hilda Berg. Natürlich, ist man natürlich ein Deutscher. Es ist... Hilda. Here goes. Ja. Okay, Vorsicht vor Buchstaben, die sind gefährlich. Ja, das wusste ich schon immer. What? Okay. Hey, das ist eine Milchkuh. Milchkuh. Haben wir eigentlich ein Special? Wow! Ja. Wo bist du so? Na, ich hatte ein anderes Special und das habe ich irgendwie nicht ganz gepalten, da war ich plötzlich tot. Was sind sie? Nur die Hälfte. Ist jetzt nicht der interessanteste Boss, ehrlich gesagt. Warte, warte. Ich finde die Mechanik lustig, dass die halt jetzt da drin ist, aber... Hilt das nicht lustig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt lieber in einem normalen Punktelevel gehabt. Ja. Aber kommt vielleicht noch. Ja gut, wenn sie extra schon die Steuerung deswegen erklärt haben, wäre ein bisschen doof, wenn das einfach das Letzte ist, was wir hier von sehen. Wirbelwindsturm. Ich habe immer noch nicht geschnallt, was es bringen soll, auf diese Dinger zu drauf zu gehen, auf die Violetten. Weil, okay, du hast jetzt halt hier normale Schüsse und die violetten Schüsse, aber... Okay. Sonne, Mond und Sterne? Das sieht man ja wohl gerne. Aber ich hätte sie lieber in weiter Ferne. Was? Aliens. Natürlich! Wow! Oh. Ich war gut! Ja, naja, es war klar, dass das jetzt die letzte Phase ist. Ich war gut. Aber die letzte Phase hast du halt auch schon halb durchgeballert, ne? Aha. Jetzt geht's erstmal komplett schief. Ich bin rot, verdammt. Jetzt wo du es sagst, stimmt. Du bist rot und verdammt. Oh. Auch beim Zurückkommen kann die auch treffen? Geh her, Gehalt. Hilda, aua. Also, was auch immer ich eben richtig gemacht habe, mache ich gerade komplett falsch. Beruhigend. Deswegen machst du ja bisher alles richtig. Nicht wirklich, ich hab auch schon den verloren. Du hast 3. Ja, ich hab 4. Hast du mir das Herz gekauft? Ah, auch. Wow. Oh. Hi. 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 Hallo. Wirbel. Wind! Denk dann, dass du dich klein machen kannst, ne? Sagt der Richtige. Haha.
Naja, hast du dich eben einmal klein gemacht? Ja. Achso. Ja, ich weiß. Hui! Runter. Das war jetzt. Wow! Das war wow. Wo? Also, das ist fast schon meine Lieblingsphase, weil dem Ding auszuweichen ist echt nicht schwer. Mann. Das ist eher. Die Buchstaben sind so scheiße zu erkennen. Ja. Du kannst dich klein machen, denkst du, ne? Ja, okay. Warum sterbe ich denn bitte oben? Aha. Boah, gemein. Windig. Hoch, 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 hoch. Ne, sie macht doch Umwandlung. Also. Sind die UFOs? Oh! Nein, ich wollte noch durch! Ich wollte noch durch, damit ich nicht da hinten dran festhänge. Ah, shit! Also irgendwie gefällt mir das irgendwie ja schon. Mir nicht mehr. Damals. Ich wurde von einem Haar getroffen. Ich wurde zweimal von einem, also haha. Das war ihre Frisur. Runter, runter, runter. Gut, gut, gut. Unten bleiben. Oh, ja, sie kam aber leider unten raus. Nun. Okay, wenn mir irgendjemand die Mechanik in dem Spiel, und ich weiß, wahrscheinlich im Comment wird mir das erklären wollen, aber dann ist es ja schon zu spät, aber irgendwie muss mir das Spiel nochmal erklären, wozu diese pinken Dinger sind. Bringen die dir Leben wieder? Ich glaube nicht. Weil das wäre logisch für mich. Mhm. Es ist ja ein Risiko, das du aufnehmen musst, um die Dinger zu treffen. Und sie kommen nicht so oft vor. Wenn sie ihr Leben wiederbringen würden, macht das Sinn für mich. Aber wenn sie einfach nur da sind. Ach, komm. Vielleicht bringen sie auch Karten schneller. Ich habe keine Ahnung. Das wäre dann richtig sinnlos. Mhm. Ups, wie ist das passiert? Judith! Judith? Judith. Nee, er ist Helga. Achso. Hilda. Hilda. Berg. Jetzt habe ich das Haar schon wieder übersehen. Das Haar ist das Schwerste im ganzen Level, ne? Finde ich auch. Ihn finde ich am schlimmsten eigentlich. Ja. Als Phase. Aber er ist nicht schwer, aber ich find's. Das drauf einstellen. Ja. Okay, bisher sind wir saugut. Das stimmt. Was? Nee, ich. Ja. Oh! Helder, Helder. Wie ätzend dieser Special Move ist, dass du dann einfach mitten vor dem Gegner stehst. Oh, come on. Jetzt wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ach! Achso, in die Richtung. Oh nö! Oh nö! Ah. Dann kommen wir gleich mal so zusammen zum Mond. Komm schon, Mandlung! Nein! Wandel dich. Okay. Mist. Ja, wir können sie jetzt immer noch treffen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das dann Schaden macht oder nicht. Ich glaube schon. Mein Controller spinnt gerade schon Christian. Wieder. Voll in den Zinken. So, komm schon. Oh nein, nein, nein! Nein, nein. Ich hab Beine rein, ey. Das gibt's doch nicht. Oh. Vibrationen? Das ist immer das Flugfeeling. Eieiei. Kann man diesen scheiß Vibrationskack nicht abschalten? Das nervt. Ich brauch den Quatsch sowieso nicht. Ich finde den in jedem Spiel nervig. Ah. Das ist echt gut. Also es macht mir wirklich Spaß. Es macht Spaß, bis auf die Bugs. Ich weiß, ich würde das nicht mal. Ah, danke schön. Ich würde, okay, jetzt reicht's auch. Sollen wir gerade mal von vorne machen? Ja. Ich hab jetzt auch schon zu viel Schaden. Ja. Ich würde das ja nicht mal dem Spiel. Ich würde das nicht mal dem
Okay, ich wollte gerade sagen, ich würde das nicht dem Spiel ankreiden, sondern eher dem PS4-Controller. Das hat nicht richtig funktioniert, aber... Das Spiel ist es. Es ist das Spiel. Das Schöne ist halt, dass die Kämpfe so kurz sind. Das heißt, selbst wenn du verkackst, dann hast du nur 3 Minuten deines Lebens verschwendet. Im schlimmsten Fall. Ja. Naja, ja. 3 Minuten a 60 Mal. Ja, das sind auch noch 3 Minuten. Nein! So? Achso, gut, dann... Ich will's wissen hier. Oh Mann! Aber es motiviert mich gerade, dieses komische Vibrieren, weil beim Xbox-Controller ist es irgendwie angenehmer als beim PS4-Controller. Also hier ist wirklich einfach super. Das hat so einen schönen Rhythmus wenigstens. Was mir auch gefallen ist. Rhythmus? So, es füllt dir sofort die Punktzahl. Oh, okay, dann ist das natürlich gar nicht so schlecht. Weil es macht doch wirklich Fettschaden, so wie ich das bisher verstanden habe. Also wenn es komplett ausgefüllt ist. Die scheiß Rakete unten mit drauf statt der Vieh. Oh. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Der Xbox One Controller ist mir beim letzten Mal aufgefallen, bei der Demo von Forza 7. Mhm. Dass der Xbox One Controller tatsächlich Vibrationsmotoren an den richtigen Stellen hat. Das ist nicht einfach nur, das Ding vibriert, sondern wenn du zum Beispiel die Trigger hinten benutzt, für Gas und Bremse beim Rennspiel, dann vibriert das tatsächlich an den Buttons. Das ist cool. Und es gibt wirklich ein gutes Feedback bei Rennspielen gerade wieder. Mhm. Das finde ich geil. Das ist eine coole Idee. Das ist das erste Mal, wo ich sagen würde, okay, Rumble-Funktion im Controller macht Sinn, weil ansonsten finde ich die immer meistens nervig. Fürchterlich. Ich glaube, bei der Wii habe ich es direkt am ersten Tag ausgeschaltet und nie wieder angemacht. Ja, davon abgesehen, dass es Akku kostet und ich weiß nicht, ich finde es einfach blöd. Ich hab daran nichts. Oh, Alter, wie dumm ich bin. Na, wenn du das selbst sagst. Ich bin so blöd! Ich hatte 2 Leben, warum zum Teufel bin ich so blöd? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Bayonetta-Feeling gerade. Ja, verpiss dich, Stern. Nein! Ach, ich war gerade am Schießen! Sehr gut gemacht. Alles allein. Ich hab in dem Moment B gedrückt, wo mich das Vieh trifft. Und Mann. Ich konnte mich dann nicht bewegen. Das ist mies. Aber... Auch die Hilda. Hilda! Wenn wir jetzt noch am HP-Bonus arbeiten würden. Ne? Mhm. Ganz bestimmt. Nein. Mhm. Alles für eine Leiter. Hildaberg. Okay. warte mal gerade. Ne, wo war der... Was suchst du? Das, wo man die Liste angucken konnte. Start, glaube ich. Okay. It's a triangle. Triangle. Ach stimmt, ich bin ja auch noch beim Spread. Ich hätte gerne so rum. Ja, jetzt sind wir so langsam auf dem richtigen Weg. Wer war denn die Forest Follies? Oder war das der Lauflevel? Ja genau, das war der Lauflevel. Okay. Also haben wir noch einen Lauflevel und einen Boss und dann haben wir Welt 1 geschafft. Weiß ich nicht, kommt garantiert immer 2 Lauflevel? Laut der Liste schon. Achso, meinst du, die Lauflevel sind unten? Hm, die Haken sind die Bosse. Achso, ah ja, stimmt, hast recht, ja. Hm. Ja, hier ist ja der Lauflevel. Oh, hallo. Ich will erstmal diesen komischen Axtman. What are you looking at? Mein Chip? Pommes? Im Zweifelsfall. It's not my fault. I've been busy fighting off those casino debtors. Now I'm gonna save up for, to have my blade fixed. So help me, I wish someone would bust that King Dice one. Später. Treetop Trouble. Digital T. Deeptop Trouble. T. Trouble in Terrorist Town? Treetop Trouble. Triple Tap. Was sind das denn überhaupt für Viecher gerade? Ich weiß es nicht und ich sehe nichts, wenn ich hinter der Rinde stehe. Das war ein großer Spugel. Ein Spugel. Der kriegt doch keinen Schaden. Nee. Hat sich ausgespugelt. Ich glaube, ich werde hier meine... Boden. Das ist so eklig, ich bin jetzt blöd. Oh. Oh. Kommt noch jemand? Oh, scheiße. Okay, lass dich treffen. Lass dich treffen, stirb und dann springe ich auf dich drauf, wenn du ein bisschen höher in der Luft bist.
Das, was ich meine? Mhm. Weil ansonsten. Ja, stell dich hinter mich. Ja, wir müssen halt einen Gegner anlocken, der halt höher springt als das da. Nicht, dass das überhaupt irgendwas in deinem Ansatz helfen könnte. Das ist zu hoch. Ja, du hättest nicht springen sollen. Aber er war halt so oben in der Luft, deswegen. Egal, rock das Level jetzt mal an und dann passt das schon. Ja, ich will ja die Münzen, wir brauchen ja die Münzen, sonst wozu spielen wir den Level? Nicht für die Münzen. Heroes. Ja, jetzt brauchst du nicht kommen, ey. Okay, wir weichen den eigentlich komplett aus, oder? Weil das Schießen bringt nichts. Gegen diese Dudes. Hä? Aber das hat doch gerade eben gebracht. Ja, schon, aber du musst dich halt ein paar Mal auch treffen. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich hab doch mein Ziel so kack. Fuck, ich bin doch gesprungen. Ja, hör auf mit. Ja. So, was denn? Alles nach Plan. Ich mach gerne Eulen. Fuck, dieser Level ist so tschüss. Leid. Bin selbst etwas verwirrt hier von allem. Das macht bestimmt den Kopf ab. Wenn man... Nein. Das ist zum Teufel ein Sandwich. Ich warte hier unten mal. Jo. So. Ah, Mist. Achso, okay. Okay, die Waffe ist einfach nur lächerlich OP. Ja, aber nur bei sowas. Es gibt natürlich auch Momente, wo du wahrscheinlich eher zielgenau von vorne schießen willst. Schon, aber ich denke, ich gehe zum Shop. Nach dem Level hier habe ich Geld. Weil der Spread ist bis jetzt... Obwohl, hier wäre vielleicht ganz nützlich, weil da sind die Gegner nicht weit weg. Ja. Das war übrigens gerade ein Sprung auf Verdacht. Hat er gut gedacht. Ne? Manchmal... Wie funktioniert dieses Kopfding? Wie ist das? Helm. Helm, genau. Irgendwas mit Haar, was sieht da. Das macht Spaß. Nicht getroffen werden können. Spaß. Supi. Bin gespannt, wann das Nest von diesem Scheiß fliegen kann. What? Was? Naja, drauf stehen bleiben war jetzt irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Ich dachte, trägt mich hoch, damit ich an dieses scheiß Ding komme. Das ist nicht daran lieb. Wenn wir jetzt mal so richtig versagen, würde ich fast sagen, mal eine kurze Mampfpause. Mhm. Ich bin auch gerade, ehrlich gesagt, ziemlich frustriert, ja. Vor allen Dingen, weil das jetzt gerade absolut... Wir waren so gut, wir hatten echt eine Menge Leben jetzt noch. Mhm. Und dann spawnt der Gegner aber außerhalb des Screens und schießt uns die Plattform weg. Was soll denn das? Du bist übrigens wieder da. Achso. Noch? Hä? Ich hab nicht gedasht. Schichten mehr aus. Kannst du über den einfach drüber springen? So. Spring nur einfach drüber. Ja schon, aber... Der hat keinen Schaden mehr genommen. Ah, mhm. Schauen wir, was man so erreichen kann.
Warum schieße ich eigentlich? Ja. Du hast Zwischenruf. Wie komme ich hier wieder hoch? Mit dem Zwischending, das jetzt gerade wieder weg ist. Okay, okay, was ist das? Kamera? Kamera? What? Wohin? Ich habe 2 HP, ne? Sprich. Ach, das nein! Ist Dash! Okay. Ich dachte, das wäre Hintergrund. Ich dachte es auch. Weil es die ganze Zeit halt da war, ne? Siehst du, man muss dem Spiel nur antroben, den machen gleich eine Pause, wenn du so weiter machst, und dann geht das schon. Das ist. Eieieiei. Gott sei Dank ist dieser Level vorbei. Vor allem haben wir alle Münzen gesammelt, da bin ich sehr froh drum. Ja, also, wie gesagt, sonst musst du den Level ja eigentlich sowieso wieder machen, weil das ist der einzige Grund, weswegen die Level existieren. Hm. Ich nehme alles zurück, ich mag die Jump'n'Run-Level nicht. Ich mag die Boss-Level. So, aber ich würde ganz gerne jetzt den anderen Shot kaufen. Weil der Spread-Shot ist einfach nur scheiße. Hello. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich eine Phase, wo man den Spread super gebrauchen könnte. Oh. Kein Schaden während Dash? What? Roundabout. Great coverage with average damage. Aim backward for maximum range. Also, rundrum schießen? Macht nicht viel Schaden, aber es. Macht viel Schaden, aber ist langsam. Habe ich mir gerade gekauft. Okay. Ich hole mir den jetzt auch mal noch. Charge. Okay. Bye. Mach's gut. So, ja, nee, der Der so. Entweder ein Herz mehr oder halt. Naja. Ja, wobei, das ist mir auf jeden Fall wert, keinen Schaden zu kriegen. Das Doofe ist halt nur, dass ich hier das Sugar auch gekauft habe und. Trinkt nicht. Naja, gut, vielleicht kann man es irgendwann mal gebrauchen und dann ist man froh, dass man es hat. Ja. So, letzter Boss. Nee. Ah, und das ist dann wahrscheinlich, um hier durchzukommen. Mhm. Okay. For Fury.